Und damit ein herzliches Willkommen zu mal eine Runde mit The Darkest Dungeon. Naja, eigentlich ohne so, weil es ja eigentlich nur Darkest Dungeon heißt, ne? Ja, bei diesem Spiel handelt es sich um einen guten Mix zwischen Roguelike und Rollenspiel. Und das wirklich gekonnt getroffen. Das Spiel macht saumäßig viel Spaß. Ist saumäßig schwierig. Also ich habe hier schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal neu angefangen. Und ja, bin jetzt noch nicht allzu weit in diesem Speicherstand gekommen. Habe mir jetzt allerdings vorgenommen, mal eine Runde zu zocken und gleichzeitig die Kamera laufen zu lassen. Für normal ist ja mal eine Runde gepflegt, voranzuspielen. There is a great horror beneath the manor. A crawling chaos. That must be destroyed. Also für normal ist ja mal eine Runde vom Spielprinzip her oder vom Let's Play-Prinzip her, dass ich einfach einsteige, eine Runde spiele und gut ist. Allerdings bei diesem Spiel ist das so ein bisschen schwierig, denn man muss vielleicht so ein bisschen was erklären, was man denn hier so alles macht. Ja, wäre vorteilhaft, damit man versteht, was ich überhaupt mache. Wir befinden uns hier in einer totgeweihten Stadt, müssen hier die verschiedenen Gebäude wieder hochziehen, was natürlich eine Menge Geld kostet, wenn ich solche Sachen machen möchte und Abzeichen der verschiedensten Art und Weise, die ich hier unten ein paar von habe, die bekomme ich aus Dungeons und ja, in diesen verschiedenen Dungeons, die es hier eben gibt. Aktuell sind es, glaube ich, hier nur die 3. Den muss ich erst noch freischalten und ich glaube, der ja, wird erst später hinzugefügt. Ich glaube, beide werden erst später hinzugefügt. Und ja, diese Dungeons funktionieren im Roguelike-Prinzip. Man geht hinein, bestenfalls erreicht man hier das Missionsziel, dass man einfach einmal komplett durchkommt oder man scheitert, was natürlich nicht ganz so toll wäre und greift dann einfach mit einer neuen Gruppe an. Jetzt ist das Schöne, man hat jede Menge Charaktere zur Auswahl für seine Party. 4 Leute kann man mitnehmen und ja, jeder Charakter hat eben verschiedene Skills, die man auswählen kann, wo man dann sagen kann, ja, das hätte ich gerne, ich kann auch was abwählen und hinzufügen. 4 Stück kann man aktiv mit dabei haben. Camping Skills ist jetzt für uns erstmal uninteressant für die Runde, die wir gleich spielen werden. Und was dabei sehr wichtig zu beachten ist, jeder Charakter kann spezielle Fähigkeiten nur von festen Positionen aus anwenden, ja. Zum Beispiel Smite. Smite kann er nur anwenden von der ersten und von der zweiten Position und kann bei der gegnerischen Seite auch nur den ersten oder zweiten angreifen. Oder Seraph's Acceleration. Da kann er auch von der ersten und zweiten Position das wirken, kann allerdings die ersten beiden damit treffen. Dann hat man eben einen Self-Buff oder hier eben eine Holy Lance. Die kann er von der dritten bis zur vierten Position benutzen und kann dabei allerdings nur die hinteren beiden anvisieren und angreifen. Ganz wichtig. Und das zieht sich eben durch die gesamte Gruppe hindurch. Hier oben sieht man dann, ja, von welcher Position aus am besten der Charakter angreifen kann. Ansonsten sind die Charakterinformationen recht einfach. Wie viel Leben er hat, Ausweichen, Protection, Speed, Treffergenauigkeit, Crit und den durchschnittlichen Schaden, den er machen kann. Und was für Effekte mein Krieger dann halt oder mein Charakter eben hat, das können positive Werte sein. Es können allerdings negative Werte sein. Auch negative Werte dabei sein. Gut, als Krieger ranged 3% weniger Crit ist jetzt nicht so schlimm. Negative Werte kann ich auch später entfernen in dem Spiel, ist allerdings recht teuer.
Ja, gut. Und ich würde sagen, wir stellen einfach mal eine Gruppe zusammen. Eine Heilerin ganz vorne ist immer sehr gut. Wir nehmen hier den Krieger mit. Wir nehmen... ja, für die zweite Position will ich sie mitnehmen. Ja, ich nehme sie mal mit, auch wenn mir es nicht so gefällt. Warte mal, du bist doch auch nie von der dritten Position. Also es ist so dieser Durchschnittswert. Kann man ja gucken. So könnte hier Pick to the Face anwenden. Das könnte sie von der zweiten Position nicht mehr. Und Flashing Daggers sowie Poison Dart. Das kann sie allerdings nur von den hinteren. Die anderen Skills kann ich mir auch noch freischalten. Kostet aber immer sehr viel Gold. Und ich habe nicht gerade viel Gold. Also nehme ich sie einfach mal mit und ich glaube, ich nehme ihn noch mit. Warum nicht? Und ich würde sagen, ein Short Level langt. Dann sieht man hier eben, ich muss 100% von allen Room Battles machen. Easy deasy. Und was ich bekomme, wenn ich eben durchkomme. Beziehungsweise das geschafft habe. Das Spiel ist recht fies und gemein. Gerade was Trinkets angeht. Also zum Beispiel das da. Die sind meistens mit einem recht guten, positiven Wert versehen. Allerdings, man wird auch übelst bestraft, weil... ja, die eben einen sehr negativen Wert mit in sich tragen. Das ist hier bei diesen ganzen Trinkets wirklich... herrlichst. Man will ja das Spiel nicht zu einfach machen. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, ne? Okay, ich würde sagen, wir starten mal los. Ich komme dann noch auf die anderen Sachen, dann im, wenn wir dann im Dungeon sind. So, jetzt müssen wir erstmal unsere Truppe ausrüsten. Wir brauchen Fackeln. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen ein bisschen Nahrung, weil meine Leute wollen irgendwann mal essen. Und wenn es nichts zu essen gibt, ist das negativ. Wir nehmen eine Schaufel mit, einen Schlüssel und dann bin ich auch schon bankrott. Also der Raid muss klappen, ansonsten habe ich die Anus-Karte gezogen. Also wirklich die Anus-Karte. Das wäre also schlecht. Sehr schlecht sogar. man sollte nicht so viel Geld ausgeben. Jetzt will ich gerade mal überlegen. Aber ich glaube, ich habe das bei meinem Krieger gemacht, ne? Den Dings. Okay, und unterstützt wird das Spiel auch durch einen netten Erzähler. Ich bin jetzt nochmal ruhig, weil der dürfte gleich anfangen. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Oh yeah. Okay, wir müssen 100% aller Room Battles bestreiten. Also müssen sämtliche Räume hier einmal durchqueren, um zu schauen, ob hier irgendwo was drin ist und auf uns wartet. Einfach anklicken und wir machen uns auf den Weg. Die Kämpfe hier zwischen den Wegen, die unter Umständen zustande kommen, interessieren einen nicht. Und wie man sieht, die Charakter haben ein recht einfaches Info-Head. Einmal die HP und Stress. Deswegen wollte ich sie nicht mitnehmen, weil sie eigentlich schon sehr viel Stress hat. Und wenn der Stress zu viel wird, drehen die durch. Und wenn die durchdrehen... milde gesagt, ist das nicht ganz so gut. Dann haben wir hier oben noch unser Lichtlevel. Und ja, wenn ich mich jetzt dann einfach mal bewege... Ich mache das einfach mal so. Man kann auch mit A und D bewegen. Trappen wir erstmal in eine Falle rein. Is the trapmaker's art. Ja. His efficacy unwitnessed by his own eyes. Ich finde diesen Erzähler einfach so geil, weil er immer auf die Stimmungen der einzelnen Leuten dann so eingeht. Sorry. So. Und je weiter ich dann halt eben laufe, desto mehr Licht geht herunter. Was natürlich nicht ganz so toll ist. Und je dunkler es wird, desto mehr Stress gibt es. Und wenn Monster kommen, könnten die mich überraschen. Dann sind hier überall solche Sachen noch verteilt. Kann ich looten? Muss ich nicht. Und yay, 50 Gold. Wir haben unsere Ausgaben noch nicht drin. So, bevor ich jetzt in so einen Raum reingehe, erstmal eine Fackel an. As the light gains purchase, spirits are lifted. Ja, ja. And purpose is made clear. Weil das die Wahrscheinlichkeit für Scouting erhöht und natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir die da drin vielleicht überraschen können, was nicht so schlecht wäre.
Wir überraschen sie nicht. Das ist schlecht. Danke, danke. Das ist meine Heilerin. Danke, dass du sie blutend gemacht hast. So. Ja, machst du entweder aus... Ja, sehr viel. Warum nicht, ne? Oh, ich hasse ihn. Er kann alle angreifen. Wie man gesehen hat. So, sie darf jetzt, je nachdem, was ich hier anwähle, eben die ersten zwei angreifen. Jetzt kann man sagen, Moment mal, da steht nur einer. Der ist aber dick. Der zählt als zwei. Die ersten drei, warum denn nicht? Wir versuchen es einmal. Sehr schön. Das gibt gleich mal einen fetten Debuff, was nicht so toll ist. Und ja, der Raid wird natürlich schön gerne mal durchgemischt, was nicht ganz so toll ist. Allerdings, wir können dasselbe machen, ihn zum Beispiel von hinten nach vorne holen. Das war der falsche Skill, aber ist in Ordnung. Aber das Schöne ist, ich habe hier Holy Lands, wobei wir könnten das mal so machen. Ihn hier wegmachen, das wäre mir schon sehr viel wert. Jetzt ist er wieder dran. Aber ausgewichen, sehr schön. Mach mal Group Heal. Wichtig, wichtig. Geht doch nicht dauernd auf meinen... Ja gut, geh lieber auf meinen Krieger. Das soll mir ein bisschen recht sein. Nein, nicht auf alle. Das ist nicht so gut. Okay, minus 1. Das ist in Ordnung. Das da hier wollte ich. Wir können nämlich dasselbe auch mit den Feinden machen. Und die einfach mal nach vorne holen. Das ist sehr schön. Okay, weil sie ihn jetzt gekillt hat, hat sie ein bisschen Stress weniger bekommen, was eine super Angelegenheit ist. Nein, das macht noch keinen Sinn. Also das wäre jetzt hier dieses Zero Acclamation, dass er die ersten zwei angreift, aber er trifft ja nur ihn. Wir könnten... Ich habe auch schon das Richtige ausgewählt, ja, ja. Wir könnten ihn 5 bis 10... Achso, den da hinten kann ich nicht, deswegen... Bleibt mir nichts anderes übrig. Nehmen wir ihn. Machen ihn weg. Wäre schön. Oh, Frauen schlägt man nicht. Wurde das nie beigebracht? Mensch. Ist ja fies. Komm, wir machen mal das da auf den da hinten. Warum nicht? Denn damit kann man den natürlich auch nach vorne holen. Ich könnte jeden Charakter natürlich auch einzeln moven. Allerdings geht mir dann ein Zug verloren. Dann lieber eine Fähigkeit machen, wo den Charakter automatisch nach vorne holt, während er einen Angriff macht. Wäre super, ne? Ausweichen ist nicht so super. Also meine Leute ja, aber nicht er. The bigger the beast, the greater the glory. Ja, sehr schön. Okay, eine Schaufel, Schilde und ein bisschen Gold. Okay. Leider kein Scouting. Was schlecht ist. Okay, dann ja, move this room, bitte schön. Wähl ihn wieder an. Ist eigentlich egal, welchen ich da angewählt habe. Es ist ja nur dann wichtig, wenn man mutet. Okay, wir standen zumindest ein bisschen was Positives. Und ja, man muss natürlich auch beim Looten ein bisschen aufpassen. Das kann so oder so ausgehen. Wow, 50 Gold. Wahnsinn, ich werde in diesem Raid reich heute. Ja. Oh, hier ist keiner. Ich hätte vorher noch eine Fackel anzünden sollen. Ich schiff, aber... The match is struck. A blazing star is born. Tja, müssen wir halt nach oben gehen. Ich habe eigentlich jetzt... Oh, gehofft, dass die nett sind und so. Ja... Was halt auch schön ist, man muss sich eigentlich im Spiel dann erstmal zurechtfinden, was die einzelnen Leute können. Also die beiden sind mir im Prinzip nach eigentlich egal. Außer Blutungen können die nicht so viel machen. Mach mal Single Target hier. Allerdings, sie ist halt eine sehr miese Angelegenheit. Oh ja. Sehen wir es gleich, was sie macht? Ja. Sie schubst meine Leute durch den Raid. Jiha. Wahrscheinlich darf ich sie... Oh nein, sie darf noch. Cool. Ein Angriff durchführen und die weichen alle aus. Okay, hol die Lady mal nach vorne, dass sie von meinem Krieger dann auch schön angegriffen werden kann. Was eine tolle Sache wäre, wenn er treffen würde. Aber nein, wir haben heute...
Oh, Gott sei Dank, Resist. Aber wir haben heute alle mal, Gott sei Dank, kein Zielwasser gesoffen, oder was? Oh Gott, ich hatte schon mal eine Aufnahme und die lief so schlecht, dass ich mir dann gedacht habe, ne. Ja, sie kann jetzt zum... Doch, sie kann immer noch Group Heal machen, das laber ich. Ich muss nur anklicken, aber sie könnte jetzt einen Angriff auch durchführen, aber nee. So, nochmal bitte. Danke sehr. Zu oft darf man es natürlich nicht machen. Minus 40 Damage und minus 30 Ausweichen ist einfach nicht so toll, ne? Nee, ist es nicht wirklich. Komm, wir machen das dann. Hat nicht so viel gebracht. Ich habe eigentlich gehofft, dass der erste Mal irgendwie kaputt geht. Und das ist ein ganz mieser Zauber. Das bedeutet einfach Stress. Und Stress ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Heil. Es läuft so ein bisschen schlecht. Es läuft so ein bisschen schlecht. Oh, oh. Ja, und einfach laden, wenn es einem nicht so gepasst hat, kann man auch nicht, weil hier gibt es nur den. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Yeah, das war mal ein netter Schaden. Well struck. Nee, du musst leider mal nach vorne wandern. Das ist schon zu viel, ne? Komm, wir probieren es nochmal. Sehr schön. Jetzt habe ich vergessen, was sie sagen. Das Spiel besitzt ein Iron Man Mode. Also sprich, alle meine Handlungen werden immer gleich gespeichert. Laden bringt nichts. Wenn es einem nicht gefallen hat, was passiert ist, Pech gehabt, muss man durch. Sie darf immer noch nichts machen. Gut, dann noch eins nach vorne. Die braucht unbedingt noch anderen Skill, aber den konnte ich mir nicht leisten. Sehr schön. 11 Schaden. Ist doch supi. A trifling victory, but a victory nonetheless. Wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. In Radiance may we find victory. Alchemietische, sehr schön. Könnte man eine Fackel reinstecken, um dann halt besseren Loot zu bekommen. Jawohl, super. Also wir haben sie überrascht, weil das Licht einfach noch über 75% ist. Und sprich, wir dürfen jetzt einmal komplett Spaß haben und die können uns noch nicht angreifen. Die müssen noch warten. Du hast deinen Debuff weg. Be gone, Fiend. Sehr gut. Sehr gut. So lob ich. Lass ich mir das loben. Ja, dann machen wir das da hier natürlich. Hauptsache der erste ist weg. Du machst mal Single Heal auf ihn. Okay. Oh, wir dürfen gleich nochmal. Wir machen 6 bis 13. Wir könnten ihn also töten. So lob ich mir das. So lob ich mir das. So und nicht anders da. This expedition at least promises success. Ja, das ist halt auch dann wieder. Ich meine, das geht jetzt sogar noch. Scouting-Chance erhöht um 20%. Plus 5 Ausweichen, aber Stress-Heal um 8% reduziert. Ich gebe es ihm trotzdem. Highwayman. Man sollte vielleicht auch lesen. Highwayman only. Also kann nur ein gewisser Charakter machen. Habe ich jetzt nicht dabei, den Highwayman. Okay, dann können wir das ganze Ding hier natürlich öffnen. Stimmt. Ich habe mein Holy Water schon für was anderes ausgegeben. Okay, ansonsten hätte ich das jetzt hier reingeben können und die Chance wäre höher, dass ich was Cooles bekomme. Und er hat einen negativen Wert bekommen. So schnell kann's gehen. Oh, das ist nicht so gut. Nee, das ist gar nicht gut. Das ist sogar ganz schlecht und immer noch kein Scouting. Okay. Wenn ich Räume, die ich schon erkundet habe, zurückgehe, verbrauche ich weniger Licht. Allerdings, wir könnten Licht machen. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ja, dann gehen wir da rein. Und schauen einfach mal nach, was uns hier erwartet. Bücher sind meist auch eher so negative Angelegenheit. Fackeln nehme ich gerne. Oh, und sogar ein paar Seiten drin. Das ist sehr schön. 99, das ist in Ordnung. Also, wollt einfach nur... Wow. Sag mal, ich habe heute mit Scouting null Dingens, hä? Gib mir das übrigens wieder, das andere ist so frustrierend zu sehen, wie kackt du bist. Ja, jetzt Eat, wenn ich halt kein Eat dabei habe.
Ja, die Werte wären halt nicht so toll, ne? Also immer genügend zum Essen dabei haben. Ich habe einen Schlüssel dabei. Den Schlüssel könnte ich jetzt ja auch hier reinstecken, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Tja, so habe ich mich halt vergiftet. Pech. Nicht so toll. Überhaupt nicht so toll. Mach mal Licht an. The light, the promise of safety. Ja, sehr schön. Okay, ab hinein und was erwartet uns hier? Nichts. Supi. Das ist der letzte Raum? Oh, super. Im letzten Raum sind sie jetzt auf dem Weg noch dorthin, oder was? Spinnen. Ich hasse... Ja, nein, nein, nein. Komm, das ist nicht fair. Oh, 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 okay. Resist, weil die können stunnen. Nein, nicht ihn. Oh, war ja klar. Okay. Oh. Ich hasse das, wenn die das machen. Okay, einer nach der anderen. Viel halten sie ja nicht aus, aber sie sind halt hässlich, ja? Sie sind halt wirklich mehr als nur hässlich. Ich hätte vielleicht Big Heal auf ihn machen sollen, aber okay, hey. Vergiften? Ah, nicht getroffen. Ich hab's gesoffen. Ah. So, heilen. Ja. Heilung ist natürlich, wie man sieht, auch richtig groß. Kriegt man sehr viel zustande. Resisted, das ist sehr gut gewesen. Executed with impunity. Ah, ich liebe diesen Erzähler. Warum immer meinen Krieger? Hör auf! Ich will ihn nicht verlieren. Das sieht schon gar nicht mehr so toll aus. Weil ein Room Battle haben wir noch. Ich weiß ja auch, was im letzten Room ist. As victories mount. So too will resistance. Ich krieg da wahrscheinlich noch nicht mal das Gold raus, was ich hier investiert habe. Na ja, gut. Okay. The promise of safety. Ist einer von euch schon klaustrophobisch? Nope. Nope. Na, komm, du. Geh mal da rein. Na toll. Blutresistenz. Ja, man sollte sich sowas immer 3 oder 4 Mal überlegen, ob man sowas macht. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Türe anklicken. Mann. Nope. Oh, gut. Sehr gut. Du nach vorne. Sehr schön. Du sterben. Sehr gut. Du heilen? Drei bis sieben. Das macht ja sehr viel Sinn. Mit Glück töten? Toll, super. Ja gut, auf ihn ist in Ordnung. 6 Crit ist ja nicht so das Schlimme. Das Schlimme ist, dass er halt der ganzen Gruppe Stress verursacht. Das ist, was mir nicht so gefällt. Nach vorne. Dankeschön. Mach nochmal Single. Oder Group Heal. Mir egal. Hör nicht auf das, was ich sage. Warum auch? Okay. Geht, geht. Ja, schmeiß sie nach hinten und stun sie. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, nachdem dann der Stun weg ist, bekommen die hier auch so eine Stun Resist, dass man die nicht nochmal stunnen kann. Weil es gab einen tollen Trick, wie man die ganze Gruppe hat, oder beziehungsweise einen Gegner im permanenten Stunlock halten können. Ist nicht mehr möglich. Das Spiel wird immer schön gepatcht und sorgt dafür, dass man es nicht so leicht hat. Sehr gut. Er ist weg. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das gefällt mir jetzt weniger gut. Ja, mit Glück töte ich ihn. Mit Glück habe ich es heute nicht so, ne? Okay. Ist einigermaßen akzeptabel. Das ist inakzeptabel. Heilen. 4 Punkte, das ist natürlich super gut. Fehlen nur noch ein paar. Es ist klar, geh auf ihn. Du hast schon recht. Schieb ihn auch eins nach hinten. Du hast vollkommen recht. Absolut. Finde ich echt klasse, was du da machst.
Mann! Nö, das bringt ja nichts. Bitte hier. Und du kannst nur das machen. Ist natürlich nicht ganz so toll. Noch 4 Life. Es war sowas von abzusehen, dass er auf den geht. Ist normalerweise nicht so, dass er auf den Schwächsten geht oder so. Ist glückabhängig, auf welchen Charakter er einprügelt oder die allgemein einprügeln. Gut, damit hätten wir diesen Dungeon tatsächlich. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Abgeschlossen. Naja gut, dafür, dass es ein Short war, trotz alledem recht wenig Beute rausgeholt. Bin ich besser gewohnt. Room by room, hall by hall. We reclaim what is ours. Naja, 5500 rausgeholt ist in Ordnung. Ja, nach einem erfolgreichen Run und wenn die Leute aufsteigen, hat man die Qual der Wahl. Will ich auf diese netten blinkenden Dinger klicken oder nicht? Kann positiv oder negativ oder beides sein. Ja, gegen Menschen 15% mehr Damage und Stressresistenz dazu bekommen. Allerdings auch einen schönen negativen Wert. Das geht ja eigentlich noch. Stress Heal und unter, ja gut, okay, muss man halt schauen, dass die halt über 50% live bleibt. Das geht auch noch, gibt schlechtere Sachen. Es gibt echt ganz schlimme Sachen. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man gegen diese Viecher kämpft. Ja, und wenn man dann natürlich in der Stadt ist, muss man... The poor caretaker. I fear his long-standing duties here have affected him. Ja, und wenn man natürlich dann in der Stadt zurück ist, kann man natürlich auch dafür sorgen, dass diese Leute hier den Stress abbauen. Das ist immer so eine teure Angelegenheit. Man muss natürlich ein bisschen darauf achten, wo die Leute unterkommen können. Die Klerikerinnen, ja, kann man eigentlich immer so zum Beten bringen. Es gibt aber so gewisse Sachen oder negative Einflüsse, die dann einfach dafür sorgen, dass sie zum Beispiel in einen dieser Räume gesperrt sind, was natürlich nicht so toll wäre. Du, ja, zum Beispiel hier oben ist sie gesperrt. Also da kann sie zum Beispiel nicht reingehen. Wenn halt alle anderen Plätze belegt sind, ist das halt kacke. Aber Stress reduzieren kostet halt 1500 Gold. Genau, da kann ich nur die Plätze upgraden. Ich wusste es doch, da war irgendwas. Aber sie brauche ich, von daher, so ohne Heal geht nichts und den ganzen Rest kann ich vorerst mal lassen. Wobei ich gerade sehe, dass meine zweite Heilerin wieder mal auf irgendeinen Beutezug selbstständig geht. Ja, kommt auch vor. Die kündigen auch. Ja, das ist gar kein Problem. Habe ich Glück? Nein, habe ich nicht. Oh, helle Warten. Oh yeah. Will ich irgendeinen von den Deppen rausschmeißen? Da kann man dann natürlich nachschauen, was die so haben. Dann braucht man da zum Beispiel verschiedene Skills nicht kaufen. Sie hat eigentlich alles, was ich gerne hätte. Den da bräuchte ich jetzt nicht wirklich. Mal schauen, ob das bei ihr ein bisschen besser ist. Ja, kommt aufs selbe eigentlich raus. Dann lieber doch sie, falls sie mal auf der ersten Position ist. Allerdings muss man aufpassen, irgendwann ist halt mal, ja, die Gruppe voll. Dann kann ich nicht mehr Leute reinpacken. Muss man halt überlegen, wen schmeißt man raus? Wen behält man bei und für normal sollte man auch dafür sorgen, dass alle einigermaßen im selben Level ist, weil irgendwann, wenn die Dungeons sich dem Level anpassen, wie hier zum Beispiel, da könnte ich jetzt sogar den Boss machen, aber dafür habe ich noch keine schlagfertige Gruppe, da muss ich erstmal ein bisschen raiden gehen. Vielleicht mache ich dazu dann auch nochmal eine Runde, wenn man den Boss da legt. Ja, muss man halt eben aufpassen, weil ein... Gerade so ab Level 3 fängt das dann an. Wenn man da einen Helden mitnimmt und geht in den Level 1 Dungeon, dann sagt der Held da, Junge, bei dir piept der Vogel. Will ich nicht. Mit, ne?
gut, okay, das war mal eine Runde mit Darkest Dungeon. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Kommentar da lassen. Und wenn ich mehr davon bringen soll, ebenfalls. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und Baba.